12.400 DAX-Punkte, das vorläufige Jahreshoch, ist schon wieder passé. Vielleicht nur kurzzeitig. Sell in May, vielleicht doch die Alternative. Wer nicht verkaufen möchte, wer sichert sich dann wie ab? Fragen wir an Zertifikate aktuell. Arnusch Wilhelms von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Wilhelms. Hallo, Frau Erhardt. Ja, 12.400 Punkte und ein bisschen, das war das Jahreshoch. 18% ungefähr seit Jahresbeginn. Aber jetzt kamen auf einmal schlechtere Nachrichten aus heiterem Himmel, USA, China betreffend. Wenn wir uns jetzt mal so die Lage anschauen, welche charttechnischen Indikatoren weisen denn auf bessere oder schwierigere Zeiten hin? Ja, also was man sehen muss, ist ganz klar, dass der Aktienmarkt vor allen Dingen Ende letzten Jahres noch deutlich unter Druck war, sich von diesen Tiefständen aber auch genauso deutlich wieder erholt hat. Und dementsprechend ist natürlich jetzt eine spannende Phase, wie sich weiterentwickeln wird. Und zurzeit sah es ja bis zumindest die neuen Nachrichten aus den USA-China sah es ja ganz gut aus. Aber auch das hat erstmal nur für einen kleinen Rücksetzer gesorgt. Also dementsprechend zurzeit ist das Umfeld nach wie vor noch recht positiv. Noch positiv, man sagt nichtsdestotrotz, so eine alte Börsenweisheit, sell in May, go away. Ja. Mhm. Aber was ist dran? Ist das eine Statistik, die öfter mal gestimmt hat? Ja, sonst hätte man die sich bestimmt nicht überlegt, aber wie das so immer ist mit Statistiken, sie stimmen halt auch nicht immer. Und das größte Problem bei solchen Regeln wie sell in May and go away, but remember to come back in September und ähnliches, ist im Prinzip das alte Börsianer-Problem, wann steige ich ein, wann steige ich aus. Und natürlich wollten alle hier Ende Dezember einsteigen. Ne? Ich glaube, am Heiligabend war der Tiefpunkt der Bells erreicht und jetzt auf den Höchstkursen will man natürlich immer aussteigen. Wenn man sich zutraut, so ein Timing zu haben, alles klar, wunderbar, dann sollte man das auch machen. Derjenige, der sich das aber nicht so ganz zutraut, der hat halt noch Alternativen. Eine davon ist vor allen Dingen Absicherungsprodukte. Warum? Weil ich kann sozusagen mein Auto weiterfahren, ich bin nur für den Schadensfall abgesichert. So ähnlich ist das hier auch an der Börse. Das heißt, ich fahre im Aktienmarkt weiter. Wenn der Aktienmarkt gut läuft, dann profitiere ich davon. Nur für den Schadenfall, also wenn wir wieder so einen Absturz sehen von 20%, 25%, 30%, dann bin ich eben abgesichert. Wie funktioniert die Absicherung und was kostet sie im umgekehrten Fall? Ja, es ist ein bisschen einfacher als jetzt bei einer Kfz-Versicherung oder komplizierter, der ein oder andere wird das so und so sehen. Mhm. Aber es ist zumindest so, dass man einfach hier einen Put-Optionsschein kauft im Verhältnis zu seinem Depot. Nehmen wir mal an, man hätte ein DAX-Depot bestehend aus DAX-Aktien, dann müsste man sozusagen 100 Put-Optionsscheine kaufen, damit man einmal den DAX absichern kann. So ungefähr ist die Regel. Das heißt, man kann sich seine Absicherungsniveaus und seine Absicherungsstärke selbst zusammenbauen am Derivatemarkt, am Zertifikatemarkt. Und man kann sogar Preise vergleichen, relativ einfach, weil die Produkte sind faktisch identisch. Es gibt also sozusagen überall die gleichen Versicherungsbedingungen. Dementsprechend kann man alle Produkte von allen Anbietern miteinander vergleichen. Deswegen ist es eigentlich recht einfach, sein Depot krisenfest zu machen und beispielsweise bis September abzusichern, weil dann soll man ja wiederkommen laut dieser Börsenregel und wieder einsteigen. Okay, dann sichern wir mal gedanklich 4 Monate ab. Was kostet das so? Pi mal Daumen, kleinere, größere, ganz große Versicherung? Ja, das kommt natürlich darauf an, wie viel ich absichern möchte. Nehmen wir mal so die aktuelle Lage. Genau, die aktuelle Lage ist hier noch ungefähr einen Tag alt. Also dementsprechend sind wir hier noch beim aktuellen DAX-Stand, wo wir das Beispiel gerechnet haben von 12.400 Punkten und auch die aktuelle, sagen wir mal, den kleinen Rücksetzer nicht mit einbetrifft, weil dann steigen immer die Versicherungsprämien, wenn nämlich die Aktienkurse fallen. Das heißt, wenn man gerade in so einem ruhigen Markt unterwegs ist, ist die Absicherung in der Regel günstiger. Und das hier oben, das ist die Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, im Prinzip auf den Aktienmarkt bezogen. Ich habe bis September eine Absicherung bei 12.400 Punkten. Das heißt, sobald der DAX runterrutscht, bin ich im Prinzip per September abgesichert und bekomme die Differenz ausgezahlt. Dafür muss ich von meinem Depotwert 3,5% investieren. Mhm. Man muss für weniger Absicherung dann auch entsprechend weniger investieren. Wie viel Prozent Risiko nehmen die Anleger hier in den Nicht-Vollkasko-Beispielen nennen auf eigene Rechnung? Ja, also es ist so, dass ich natürlich das komplett selbst konfigurieren kann. Also ein Put-Optionsschein, der ist eben mit einem Basispreis ausgestattet. Das sind eben in diesem Beispiel die 12.400 Punkte, die genau auf dem Level liegen, wo der DAX dann auch aktuell steht. Ich kann natürlich auch einen Basispreis nehmen, der tiefer liegt. Hier in diesem Beispiel 11.800 oder 11.100 Punkten. Das bedeutet aber, dass die Absicherung dann eigentlich erst ab diesem Level oder ab diesem Level greift. Das heißt, ich habe sozusagen wie so einen Selbstbehalt bei einer Versicherung, habe ich hier auch einen Selbstbehalt bis 11.800 Punkte. Die 5% Verlust, die nehme ich selber mit. Dafür zahle ich dann für die ganze Absicherung noch 2%. Und wenn ich sogar bereit bin, bis zu 10% Verluste einzukalkulieren,
dann kostet mich die Absicherung für 4 Monate nur noch 1%. Und das sind jeweils sozusagen umgerechnet die Preise der Put-Optionsscheine, die ich sozusagen bezahlen muss. Und im Bestfall steigen die Aktienkurse und die Versicherung kommt gar nicht zum Tragen. Dann ist das aber im Prinzip der Kostenfaktor, der entsteht, ohne dass die Versicherung irgendwie eingetreten ist. Also der Put-Optionsschein verfällt in dem Moment wertlos. Was ist denn der Vorteil dieser Absicherung gegenüber der Tatsache, dass ich nicht verkaufe? Als Anleger könnte man es ja nun auch noch drauf ankommen lassen und sagen, 3,5% kostet mich das. Dann warte ich erstmal, ob der Markt überhaupt 3,5% fällt in der Zeit. Genau, also die Kosten sind natürlich da, wenn der Markt erstmal gefallen ist. Dann ist es so, dass ich natürlich eventuell für die Prämien steigen dann. Plus, das muss man auch so sehen, es geht ja hier darum, dass das eigentlich ein Anleger ist, der an Aktienkurssteigerungen glaubt. Weil sonst könnte er tatsächlich am ehesten oder am einfachsten seine Positionen verkaufen, der aber sich gegen Krisenszenarios schützen möchte. Und wir haben das natürlich hier mal so beispielhaft anhand der Börsenregel Sell a Main, Go Away, but Remember to Come Back in September gemacht. Das heißt also, im Mai sozusagen baue ich mir eine Absicherung auf und die läuft bis September. Das heißt, genau diese kritische Börsenphase bin ich eben abgesichert. Aber das gibt es natürlich nicht kostenlos. Der Vorteil ist aber, der große Vorteil ist, wenn der Markt in der Zeit gegen die Erwartung 10-15% steigt, dann nehme ich die 10-15% mit, ziehe dann 3,5% davon ab und habe eben dann nur noch 11% Gewinn anstatt 15%. Und das ist so grob die Idee dabei. Also ich glaube an steigende Aktienkurse. Ich gehe auch davon aus, dass mein Aktiendepot weiter gut laufen soll. Ich will auch langfristig investiert bleiben. Aber für eine Phase, sei es nun von Mai bis September oder ich will mich ein Jahr absichern und ich glaube, wir sind gerade am Höchstpunkt. Also ich habe jederzeit einfach die Möglichkeit, flexibel solche Absicherungsprodukte einzukaufen auf höchstem Niveau oder dann auch auf einem niedrigen Niveau, je nachdem, wie viel ich dafür ausgeben kann. Und das ist relativ einfach wie eine Aktie handelbar. Insofern als Anleger ein ideales Instrument für denjenigen, der glaubt, weiter in Aktien zu investieren. Okay, Anish Wilhelms, vielen Dank. Ja, bei 18% Kursplus im DAX seit Jahresbeginn, da war das Wort Konsolidierung gar nicht weit hergeholt. Überraschend war dann nur das amerikanische Timing sozusagen. Nichtsdestotrotz, wer weiter an steigende Kurse glaubt, muss nicht nach der alten Börsenweisheit im Mai verkaufen, sondern kann sein Depot absichern. Das klappt einfach mit Put-Optionsscheinen, hat den Vorteil, dass man an weiteren Kurssteigerungen mit partizipiert, aber natürlich gegen Kosten auch das Depot nach unten hin mehr oder weniger absichern kann.